Herr Minister, Sie haben einen harten Tag hinter sich, einen langen Flug, das weiß ich, und Sie werden es natürlich ahnen, wenn Sie Bamberg zaubert gleich mit einem kurzen Gruß. Müssen Sie vorher auch noch was tun. Hat er das Mikro weggezaubert. Unser künstlerischer Leiter Zykolos ist ein fantastischer Zauberer und er hat gewettet, dass er es schafft, mit wenigen Minuten Sie auch zu einem Zauberer zu machen. Haben Sie Lust? Aber selbstverständlich. Okay, Markus, starte mal. Ja. Natürlich kriegt er noch das offizielle Shirt hier. Bamberg zaubert. Wir machen es in Sekunden, die Verwandlung. Ne? Wunderbar, perfekt. Sehr authentisch gekleidet für einen Verteidigungsminister. Das waren eben Frauen, das habe ich gemerkt. Der ist schon vergeben. Entschuldigung. So, Markus. Ja, ich bin hier. Ja. Wenn wir vielleicht in der Mitte ein bisschen Platz haben könnten, denn wir wollen ja hier den Elefanten oder so. Herr Zurückblatt, vielen Dank, dass Sie hier sind. Es freut uns alles sehr. Wir haben hier viele begeisterte Zuschauer bei Bamberg Zaubern und ich dachte, wir könnten vielleicht gemeinsam so ein bisschen zaubern, so eine kleine Zauberei. Haben Sie Lust dazu? Gerne. Wunderbar. Und zwar ein Klassiker der Zauberkunst mit einem Stück Seil. Sie sehen, es erstreckt sich von einem Ende zum anderen und direkt wieder zurück. Ich muss einige Knoten ins Seil machen. Das dauert zwar ein wenig und um das zu überbrücken, fallen mir immer die sogenannten Bauernregeln ein. Kennt ihr auch Bauernregeln? Ja. Also wo ich herkomme, da gibt es sowas noch. Zum Beispiel so was Schönes wie, sitzt der Hahn auf einer Krähe, war kein Huhn in seiner Nähe. Das sind ja solche Weisheiten, die immer stimmen. Oder tun der Oma die Knochen weh, gibt es wieder Regen oder Schnee. Auch eine Weisheit, die passt. Regen im Mai, April vorbei. Passt eigentlich. Sie haben auch eine vielleicht parat? Spontan? Ja? Fällt Ihnen was ein? Wenn nicht, ich hätte noch einen Liebling, den würde ich gerne bringen. Ist die Knoterei vorbei, endet diese Zauberei. ganz genau. Also mein letzter Favorit wäre auch gewesen, liegt der Bauer kalt im Zimmer, lebt er nimmer. Ganz genau. So. Das war jetzt ein bisschen unter unserem Niveau, aber kein Problem. Sie sehen, inzwischen ist hier ein abstraktes Gebilde entstanden. Als Röckchen ist es ungeeignet, dafür sind ja die Maschen zu groß. Wenn ich Sie jetzt mal bitten dürfte, mit einer Hand das hier festzuhalten, den kleinen Finger nach oben abspreizen, das sieht eleganter aus, ganz genau. So, und lieber Klaus, wenn ich dich auch bitten dürfte, einmal den kleinen Finger nach oben abspreizen. Ja, sehr elegant, wunderbar. So, jetzt werde ich das Seil an mehreren Stellen zerschneiden. Dabei wird es natürlich immer etwas länger. Und ich dürfte Sie beide bitten, einfach so ein Stück immer auseinander zu gehen, sodass das Seil locker durchhängt. Nein, kein Salto, ja. Achtung. Bereit? Ja. Einmal, ein Stück auseinander, genau. Zweimal, wunderbar. Ja. Dreimal, sehr gut. Viermal. Und Vorsicht auf die Finger. Noch einmal. Jetzt sieht das Ganze so aus, wir machen die Knoten noch etwas sauber. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und hier würde ich sagen, auch noch einmal. Zack. Und Herr zu Gutenberg, das hier möchte ich Ihnen gerne mitgeben als kleinen Talisman von Bamberg Zaubert. Danke für diese Großzügigkeit. Und zwar, es ist etwas ganz Besonderes, denn geben Sie diesen wertvollen Talisman in Ihr Portemonnaie, haben Sie immer was drin. Meine Damen und Herren, Zykolos, Markus Kurz. Ja, lieber Michael, wir haben noch gar nicht gezaubert. So, ist denn irgendjemand jetzt heute hier auf diesem wunderschönen Maxplatz, der bezweifelt, dass das Seil an mehreren Stellen zerschnitten wurde? Keiner? Dann meine Bitte an die beiden Herren. Ich zähle jetzt bis drei. Und bei drei halten Sie das Seil ganz hoch und ziehen es gleichzeitig stramm. Aber erst bei drei. Dabei kann es natürlich sein, dass sich das Seil an mehreren Stellen trennt. Und Sie fallen rückwärts auf Ihren A, aber wir wollen hoffen, dass es nicht passiert. Sind Sie bereit? Okay, eins, zwei, schön hochhalten. Und drei. Hä? Wow, das Seil ist wieder ganz. Den Herren ist nichts passiert. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie den kleinen Spaß mitgemacht haben. Vielen Dank, lieber Klaus. Und Ihnen allen heute noch einen wunderschönen Abend bei Bamberg Zaubert. Tschüss, bis dann. Markus Kurz, Zykolos, meine Damen und Herren. Jetzt hat er gezaubert. Ja, Herr Minister, es ist wirklich eine große Ehre für uns, dass Sie da sind und wir freuen uns auf Ihr kurzes Grußwort zum 12. Bamberg Zaubert. Herr
Herzlichen Dank und guten Abend, meine Damen, meine Herren, liebe Bamberger, liebe Gäste. Es ist eine Freude und mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen. Da stand alles noch ein wenig auf der Kippe, weil ich heute Mittag noch in Kunduz in Afghanistan unterwegs war. Deswegen habe ich dieses hübsche T-Shirt hier an. Und das Ganze hatte sich verzögert. Da war eine ganze Menge los dort unten. Und ich darf zunächst einmal, ich glaube auch in Ihrem Sinne, Grüße übermitteln von unseren Soldaten vor Ort an Bamberg, an Sie. Dann hieß es, nachdem ich gestern in einem dampfenden Flugzeug in Kiew gesessen bin, Gutenberg, das geht nicht zurück nach Bamberg, das schaffen wir nicht. Ich habe gesagt, wir müssen das schaffen. Ich habe Bamberg mein Wort gegeben. Ein Schirmherr, der den Schirm in Afghanistan aufschirmt, der hat hier nichts zu suchen. Und von daher bin ich mit Freuden jetzt hier. Deswegen bin ich nicht so gekleidet, wie üblicherweise Schirmherr gekleidet sind. Mit dunklen Anzug, einer hübschen Krawatte, die wäre wahrscheinlich auch längst weggezaubert gewesen und ähnliches. Sondern ich bin so gekommen, wie ich heute aus dem Feld in Afghanistan kam. Das bitte ich mir nachzusehen. Die erste Reihe hat schon grüne Gesichter, weil ich entsprechend rieche auch. Das Ganze war im... Ich darf Ihnen eines zurufen zu Ihrem Trost. In Kunduz hat es heute 46 Grad im Schatten gehabt. Von daher ist das hier heute Sibirien, meine Damen und Herren. Auch gespürt heute hier Abend. Ich freue mich natürlich, diese Öffnung heute machen zu dürfen. Und Bamberg zaubert, Bamberg ist verzaubert. Ich glaube, Sie alle werden bezaubert in den kommenden Tagen. Es ist eine großartige Initiative. Und ich glaube, wir dürfen einmal einen donnernden Applaus an die Initiatoren geben, die das hier gemacht haben und dargestellt haben. Nun ist das Ganze natürlich auch außerordentlich lehrreich, wenn man selber aus dem, nennen wir es mal, aus dem Varieté-Theater Berlin kommt, etwas lernen zu dürfen an einem solchen heutigen Abend. Was unterscheidet die Zauberei von der Politik? Bei der Politik gilt, tu, was du sagst und sag, was du tust. Sollte das bei den Zauberer gelten, dann hätte sein Leben wahrscheinlich nicht mehr entsprechend gefristet. Sag, was du tust und tu, was du sagst, kann nicht gelten und darf nicht gelten. Und von daher sollten wir einer Sache uns bewusst sein, Politik versagt immer dann, wenn sie sich auf Taschenspielertricks verlegt, wenn sie glaubt, Geld herbeizaubern zu können und wenn sie schlichtweg keinen Humor hat, wenn sie kein Niveau hat und keine Substanz bietet. All das wird von Zauberern geboten, meine Damen und Herren, in diesen Tagen. Nun hatte ich heute den afghanischen Sand unter den Füßen, teilweise politischen Treibsand, heute den doppelten Boden der Zauberkiste, der ist auch genossen. Meine Damen und Herren, genießen Sie Bamberg, die Gäste, die da sind, es ist eine großartige Stadt, mittlerweile ja auch Freak City genannt, wenn wir unsere... Eine Stadt Freak City, egal was ich liebe. Freak City, passt es hier, genau. So muss man das darstellen. Diese Tage haben Sie ein paar andere Freaks noch hier in der unterschiedlichsten Form. Lassen Sie sich bezaubern, lassen Sie sich verzaubern. Mir ist eine Freude, Schirmherr sein zu dürfen und wunderbar wieder zurück in der fränkischen Heimat zu sein. Alles Gute, gutes Gelingen und danke für Ihr Kommen. Herzlichen Dank. Zusammen. Vielen herzlichen Dank und nochmal einen Gesamtapplaus an sämtliche Initiatoren und Macher von Bamberg zaubert! Ein Foto für die Presse, jawohl. So. Klatschen Sie einfach weiter, dann merkt keiner, dass das gestellt ist. Ja, das muss auf dem Foto sich so anhören, als wäre das live. Haut rein, ich kann den Bauch nicht so lange einziehen. Und der Klaus schnappt auch schon. So. Dankeschön, der Minister. Herzlichen Dank zu Gutenberg. Unser Schirmherr. Großartig. Es wird Jahr für Jahr größer, dieses Festival, und wir bekommen auch immer prominentere Schirmherren.